Was ich offstream gemacht habe, ist hier ein bisschen Terraforming betreiben, alles auf eine Ebene. Hab eine Menge Erde und Stein jetzt. Und hier sehen wir schon den Grundriss. Dort soll mein Haus stehen. Das sind ungefähr die Größen. Ich hoffe, das wird passen. Da haben wir das Steinsiegel. Rein theoretisch könnte ich mir die Reihe sparen, weil die sieht man eh nicht. Aber ich mache sie trotzdem rein. Ein bisschen langweilig, aber so als Boden eigentlich besser. Okay, ich nehme das Eichenholz. Tut mir leid für die Verzögerung. Okay, Boden verlegt. Besten wahrscheinlich so hierhin. So. Wohldecke aus weißem Holz, ist das okay? Geht eigentlich. Ja, geht. Das wird 10 breit, das heißt 3. Okay. Theoretisch könnte ich es noch ein nach hinten setzen. Bringt mir das irgendwas? Nein. Okay, da wir vorher erstmal keinen Keller bauen, kann ich das hier zubauen. Jetzt habe ich ein Problem. Okay. Hallo? Geht doch. Okay, das wird das Treppenhaus. Gut. Das hier ist dann das erste Stockwerk, das erste Obergeschoss. Okay. Fuck, ich habe das ganz dunkle Holz noch nicht gefunden. Glaube, das passt soweit. Ah, das ist schon arg klein. Ich weiß nicht, das ist schon arg klein. Der Balkon sollte eigentlich mindestens noch eins weitergehen. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall nicht das richtige Holz für die Decke. Der Nachteil an dem Grundriss ist halt, ich kann nie nach zu der Seite hier Fenster einbauen. Was geht. Ist halt ein bisschen doof, sich das Ganze vorzustellen, wenn die Decke fehlt. Also von vorne sieht es blöd aus mit dem Fenster da oben. Gut, ich hatte das Glück, ich habe von einer Hexe diese Dinger Redstone gedroppt bekommen. Das heißt, ich kann mir einen Kompass bauen und damit dann eine. Ach, das ist da drüben.
Da, wo ich das ganze Zeug habe mit dem Anbaubahn. Shit. Gut, damit komme ich jetzt nicht so weit. Dann brauche ich doch wieder Sand. Das ewige Hin und Her. Auf Sand wird das Zeug schneller wachsen. Ich habe sowieso nur zwei, von daher. Ist halt immer so am Anfang, du willst irgendwas machen und merkst dann, ich baue doch das. Nee, ich brauche das dafür. Gut, dann mache ich so lange das da. Aber dafür brauche ich auch noch das hier. Wie machen wir weiter? Ich würde gern so einen Märchenwald finden für das Dunkelholz, aber ich weiß nicht, in welche Richtung einer ist. Okay, ich versuch's einfach. Letztes Mal hat's ja auch geklappt mit ein bisschen Glück. Doin, ein Bett. Upsi. Eine zweite Spitzhacke. Gut. Die Reise kann losgehen. In die Richtung. Auf die Suche nach einem Märchenwald. Das ist ja cool mal. Mit dem Weg ins Wasser. Ich weiß nicht, ob es geplant ist, aber sieht ganz cool aus. Haben wir hier eine Bibio? Nice. Bücher sind verdammt teuer geworden, seit Amazon nicht mehr in Minecraft ist. Ne, die Lederpreise. Braucht man drei? Moment, ich brauche für. Ne, man bekommt drei Bücher aus drei Leder. Also ein Buchregal kostet dann also auch drei Leder. Apfel, Apfel, Brot, Spitzhacke. Ich habe so viele Schwerter schon hier gefunden. Das gibt nicht. Ich will nur den Märchenwald. Ich weiß nicht mal, ob er so heißt. Kann ich endlich weiter bauen? Stattdessen find ich nur nen Sumpf. Ja, das ist nicht gerade ein großer Trumpf. Scheiße, was mache ich nur? Wo ist der Märchenwald? Gib mir den dummen Märchenwald. Ich will doch nur dunkles Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Ja, ich und mein Autsch. Wo find ich nur den Märchenwald? Ich will doch nur den Märchenwald und nicht schon wieder Savanne. Davon habe ich doch genug. So. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kisten TNT auslösen. Deswegen baue ich es lieber direkt ab. Vor allem TNT kann man auch immer gebrauchen. Ich wusste nicht, dass es so aussieht in dem Texture Pack. So. Eine Pferderüstung. Ja. Und ich bin schon voll. Okay, das kann ich verschmelzen. Dadurch verliere ich nichts. Oh Gott, warte. 1, 2, 3. Ding, ding, ding. Upsi. Jetzt habe ich zu viele gebaut. Leck mich doch am Arsch. Okay, einen blauen gebrannten Ton werde ich nicht brauchen. Okay, was haben wir hier? Verzaubertes Buch Haltbarkeit, Flamme. Okay, Diamantene Pferderüstung. Und hier keine Diamanten? Ach kommt. Wobei, wenn da ein, zwei Diamanten sind, Bücher könnte ich auch gut gebrauchen. Bücher wären schön. Ja, habt ihr Bücher, meine Freunde? Ein bisschen tief gelegt, ja, Haus. Sie haben eh keine Bücher, von daher mir egal. Sie haben bestimmt Bücher. Nein. Ach, Sie sind ein Metzger, natürlich haben Sie keine Bücher. Haben Sie denn Bücher?
mein werter Herr. Nein, Kulturbanausen. Hallo. Bücher, 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 Bücher. Nee, das ist ein Dorf. Wieso für die 50 Dörfer? What the fuck? 50 Dörfer, zig Savannen? Aber nicht ein Märchenwald. Wurde das rausgenommen? Warte den... Alter, wie groß sind die Häuser denn? Lel? Ich weiß nicht, ob das so geplant ist. Auf jeden Fall eine Menge Holz. Ja. Okay. Eisen nehme ich gerne mit. Komm, Kompass kann ich mal in die Hand tun. Dann nehme ich die Spitzhacke auch noch mit. Alter, wie viel Holz das ist. Alter, ich werde nur verrückt. Ich will meinen Märchenwald. Okay. Gold. Ich liebe Gold. Hä? Ach so. Gold. Goldene Apfel kann ich mir selbst machen. Die Knochen. Das habe ich nie mitgenommen, oder? Nee. Sand, Spinnenaugen habe ich auch nicht mitgenommen. Eisen. Das habe ich nicht mitgenommen. Wasserläufer, nee. Wasserläufer ist wirklich useless. Noch mehr Schwarzpulver, auch schön. Okay, das habe ich nicht mitgenommen. Und Knochen. Kein Diamant in zwei Tempeln. Das ist aber ein bisschen assi. Um zurück nach Hause zu kommen. Nicht gut. Jetzt ist das ein Birkenwald. Wer will denn Birkenwald? Jeder normale Mensch will einen Märchenwald mit großen Pilzen und dunklem Holz. Ist hier ein Birkenwald? Ich will doch nur einen Märchenwald. Sag mir nicht, jetzt kommt der Sumpf. Ich will mir nicht das dunkle Holz cheaten müssen. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wie heißt es? Oh Gott, jetzt muss ich auch noch was wegwerfen. Weißt du was? Scheiß auf dich. Schwarzeichenholz. Das gute Schwarzeichenholz. Gib mir noch einen. Komm. Ja, 8. Ja! Oh Gott. Alter. Endlich verdammte Setzlinge. Endlich. Jetzt muss ich den ganzen Weg nach Hause gehen. Schauen wir mal. Wenn es gut läuft, finde ich Bücher. Wenn nicht, ja. Kannst du nichts machen. Obwohl, ich glaube, hier war ich noch nicht. Nee. Ich meine, hier wäre ich noch nicht gewesen. Was ist die Frage? Haben die? Die haben zwei Metzger, keine Bücher, keine Schmiede. Und eine Kirche. Ihr seid verdammt, seid ihr. Obwohl, sie werden nicht verhungern und sie
Glauben man wird also vielleicht auch nicht. Wenn die Schmiede gelootet ist, dann war ich hier schon. Gelootet. Ich glaube, ich war hier schon. Nee, ich war hier noch nicht. Brot. Ich sortiere das wenigstens mal, vielleicht. Gut. So. Okay, da sind Bücher, 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 Bücher. Oh, ihr wohnt, Alter. Ihr wohnt anscheinend gerne gefährlich. Ah, gut. Ihre Sache. Ich hoffe, ich bekomme die Bücher überhaupt. Nice. Ja, keine Axt mehr. Aus Gründen. Ja, wir sind zu Hause. Unsere alten Bekannten. Sie haben uns eh nicht erwartet. Ich bin da. Ich bin wieder da. Ich bin da. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich habe Schätze von alten Kulturen mitgebracht. Okay. Das kann direkt da sein. Eisen. Komm, Holz. Holz. Knochen habe ich jetzt einiges. Das muss ich anbauen gehen. Kisten habe ich, werde ich gebrauchen. Bücher habe ich, werde ich gebrauchen. Ein bisschen Gold habe ich nicht liegen gelassen. Bisschen TNT kann auch nicht schaden. Ach, Gott sei Dank, die sehen gut aus. Die sehen gut aus. Wie viel werde ich denn brauchen? Okay, auf jeden Fall mehr. So. So. Ich finde, die Strapazen waren es auf jeden Fall wert. Ich finde das Holz so unglaublich schön. Wo auch immer der Setzling jetzt auf einmal herkommt, keine Ahnung. Wir nehmen es einfach mal so hin. Deswegen heißt es auch Sadomaso, so, weil einfach mal so hinnehmen. Daher kommt's. Weiß doch jeder. Okay, wie viel brauche ich? Ich glaube 30 ungefähr. 30 dürften eigentlich reichen. Yes, ich kann schlafen. Wenn ich sterbe, lande ich nicht im Nirgendwo. So. Hier. Hei. Die ersten zwei Stockwerke, zumindest in ihren Grundzügen, sind schon mal fertig. Hier kommt dann der Dachboden hin. Jo. Das ist unser Haus, beziehungsweise das wird unser Haus.